Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Online-Seminar über Literaturrecherche mit Embase. Wir führen das durch als Webinar, damit Sie das jederzeit bei sich zu Hause nachschauen können. Normalerweise ist dieser Kurs aber ein Präsenzkurs, bei dem Sie zu uns an die UBE Medizin kommen können. Sollen oder können, genau. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Christian Appenzeller-Herzog und ich arbeite im wissenschaftlichen Team an der UBE Medizin. Da bin ich nicht der Einzige, wir sind da zu dritt, die diese Kurse durchführen und auch sonst noch andere Dienstleistungen für Sie gerade zum Thema Literatursuche zur Verfügung stellen. Mehr dazu kommt dann ganz am Schluss des Seminars, wo ich Ihnen ein paar Möglichkeiten aufzeichnen möchte. Um was geht es heute? Um Embase. Ich werde Ihnen am Anfang eine kleine Einleitung machen zu Embase und was ist Embase im Vergleich zu Medline, das ja die Datenbank im bekannteren PubMed ist. Und ich gebe Ihnen eine Übersicht. Insgesamt ist dieser Kurs, wenn man den jetzt so einbetten möchte in die, in Anführungszeichen, Kurslandschaft der UBE Medizin, ist dieser Kurs eher auf der fortgeschrittenen Seite. Also wir bieten ja pro Semester zweimal einen Grundlagenkurs an zur Literaturrecherche. Da kommen so ganz großes Basiswissen eigentlich zum Beispiel über das PICOS-Modell und die Boolschen Operatoren. Das ist hier auch aufgeführt, aber hier gibt es eher einen Kurzabriss zu diesen allgemeinen Suchtechnik-Themen. Es gibt dann auch einen eher fortgeschrittenen Kurs für PubMed-Nutzer, wo man die PubMed-Oberfläche kennenlernt. Und das hier ist jetzt eben der Kurs zu Embase, wo es aber noch ein bisschen quasi schneller vorwärts geht und ich gewisse Dinge über Literatursuche und wie diese Datenbanken funktionieren und so nicht ganz neu erklären werde. Es geht also hier mehr darum, dass Sie schon ein bisschen eine Ahnung haben, was Literatursuche ist und wie das funktioniert und dass Sie an diesem Kurs einfach vor allem kennenlernen, wie funktioniert das auf embase.com, wo klicke ich hier für was, damit die Datenbank das Richtige tut für mich sozusagen. Genau, da gibt es dann auch den Basic Quick Search, das ist das nächste Thema. Ich werde Ihnen kurz erklären, was dieser Basic Quick Search tut und was dort passiert. Und dann werden Sie Suche mit Schlagwörtern und freie Textwortsuche kennenlernen. Das ist jetzt etwas, was diejenigen unter Ihnen, die bereits unseren PubMed-Kurs besucht haben, kennen werden. Suche mit Schlagwörtern, das funktioniert in Embase mit dem sogenannten M-Tree-Thesaurus. Also das sind die Schlagworte, das kontrollierte Vokabular von Embase. Bei Medline sind das die Mesh-Terms. Da werden sich diejenigen erinnern, die bereits PubMed gebraucht haben. Freie Textwortsuche funktioniert im Großen und Ganzen gleich in Embase und ebenfalls ähnlich wie in PubMed ist, dass diese Suchresultate in der Search History dann kombiniert werden können. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie Filter gebrauchen können in EndNote. In Embase. Ich werde Ihnen die Pico-Funktion zeigen. Das ist eine ganz praktische Sache, die von embase.com angeboten wird. Ich werde Ihnen bestimmte Dinge auflisten, mehr oder weniger, die Sie nur mit einem persönlichen Account tun können auf embase.com. Und ich werde Ihnen dann auch zeigen, wie Sie Referenzen exportieren, also wenn Sie mal was Tolles gefunden haben und das für sich speichern möchten, wie Sie das tun können in ein Literaturverwaltungsprogramm und ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie von Embase aus zu Volltexten, also zu PDFs kommen. Das sind Links, die Sie dann weitertragen zu den Verlag-Seiten, wo diese PDFs dann angeboten werden meistens, weil Embase beinhaltet ja nicht die Volltexte. Embase beinhaltet nur Titel, Abstracts und noch andere Metadaten.
der eigenen Referenzen. Und dann gibt es eine Übung. Jetzt diese Übung ist natürlich etwas für den Präsenzkurs vor allem. Ich habe Ihnen das Slide trotzdem drinnen gelassen hier für das Webinar. Also das ist für Sie die Möglichkeit, dort zu unterbrechen und zu sagen, Sie werden diese Übung jetzt durchführen. Ich werde aber jetzt hier im Webinar mehr oder weniger über diese Übung drüber gehen. Sie können das für sich selbst machen. Embase gegenüber Medline. Was ist da die Überlappung? Und Sie sehen in der Grafik ziemlich klar, Embase ist ganz klar größer als Medline. Und es ist sogar so, dass eigentlich Medline in Embase beinhaltet ist. Das widerspiegelt sich natürlich auch in der Anzahl Referenzen. Embase hat über 37 Millionen Referenzen heute. Das wächst ständig, obwohl es erst seit 1974 quasi befüllt wird. Oder das sind neuere Referenzen, während dem PubMed eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg Referenzen drin hat. Und trotzdem sind es nur gut 30 Millionen. Also Embase ist reichhaltiger. Selbstverständlich werden mehr wissenschaftliche Journals in Embase abgedeckt und das sind zu einem großen Teil sind das europäische Journals, die hier dazukommen. Also das sind zwischen 1.000 und 2.000 europäische Journals mehr in Embase. Also Embase bietet ein bisschen einen europäischen Fokus gegenüber Medline. Und selbstverständlich hat Embase auch über 2.000 Journals, die nur von Embase indexiert sind und eben nicht in Medline. Also an diese Infos kommt man nicht dran via Medline nur. Embase ist von einem kommerziellen Verlag, von Elsevier. Das ist ein riesiger Verlag mit Hunderten von wissenschaftlichen Zeitschriften. Embase ist auch eine Bezahldatenbank. Also man kann die durchsuchen aus dem Netzwerk der Universität Basel, aber nicht aus privaten Netzwerken. Es sei denn, man hat sich privat einen Zugang gekauft zu Embase. Und das ist bei Medline auch anders. Also Medline ist gratis zur Verfügung gestellt von der amerikanischen National Library of Medicine. Zum Beispiel via die PubMed-Oberfläche. Okay, Embase, das habe ich vorhin schon angetönt bei der Übersicht, hat eben Entry Terms und nicht Mesh Terms. Und Sie sehen auch hier mit den Zahlen, dass Entry viel reichhaltiger ist als das Mesh-Vokabular. Das schlägt sich vor allem bei Medikamenten, also bei Pharmakologie-Themen nieder, wo Entry sehr, sehr systematisch und gut aufgebaut ist und eben Literatur gerade zu bestimmten Wirkstoffen oder so sehr gut und einfach gefunden werden kann. Es ist auch so, dass tatsächlich in der Pharmakologie und der Pharmazie Embase eigentlich die Nummer 1 Datenbank ist und fast wichtiger ist als Medline. Seit 2009, und das ist jetzt einzigartig für Embase gegenüber Medline, sind auch Kongressberichte drin. Und das sind mittlerweile über 3,6 Millionen Kongressberichte. Es sind, glaube ich, etwa 250 Konferenzen pro Jahr, die Embase abgreift und in die Datenbank integriert. Also man findet die auch. Mit einer Embase-Recherche findet man so als Faustregel meistens 80% zusätzliche Referenzen. Also meistens, wenn man jetzt zum Beispiel einen Systematic Review durchführt und Medline und Embase durchsucht, findet man eben in Embase mehr Referenzen. Es ist allerdings auch so, dass man, und das erscheint einem vielleicht jetzt nicht ganz logisch, wenn man dieses Bild betrachtet, dass man auch gewisse Referenzen nur in Medline findet und nicht in Embase. Und das lässt sich dadurch erklären, dass die Datenbank oder die Referenzen halt anders erschlossen sind, halt gerade mit diesen Mesh-Terms zum Beispiel. Und dass man mittels Mesh-Terms in Medline gewisse Referenzen findet, die man nur mit einer Embase-Suche jetzt nicht gefunden hätte. Es ist also Best Practice, gerade bei pharmakologischen, klinischen, medizinischen, biomedizinischen Suchen, wenn man vollständig suchen möchte, dass man eben beide Datenbanken durchsucht. Also jetzt gerade bei einem Systematic Review
durchsucht man klassischerweise Medline und Embase und dedupliziert nachher die Resultate, weil es wird da natürlich also Referenzen geben, die man sowohl in Embase als auch in Medline gefunden hat. Wahrscheinlich die meisten sogar. Aber es gibt dann je eben auch solche, die man nur entweder in der einen oder der anderen Datenbank findet. Hier ist das Themenspektrum und eben, wie gesagt, ich habe das bereits erwähnt, Pharmakologie und Toxikologie ist super abgedeckt. In Embase ist aber auch Themen wie Onkologie, Neurologie und klinische Medizin ist auch sehr stark abgedeckt in Embase und man sollte dort, wenn man vollständige Suchen haben oder Suchresultate erzielen möchte, nicht nur auf Medline sich verlassen, sondern wenn man schon die Möglichkeit hat, wie bei uns an der Universität Basel, auch Embase mit dazu nehmen. Okay, das PICOS-Modell ist, PICO ist eine Abkürzung für Population, Intervention, Comparison und Outcome. Und das ist so ein Rahmenwerk sozusagen, wie man eine Forschungsfrage oder eine Suchanfrage strukturieren kann. Das S steht dann übrigens noch für Study Type. Man könnte auch dort noch sich auf einen bestimmten Studientyp festlegen und dann nur diese Studien quasi suchen. Und wir werden hier eine Forschungsfrage vorgeben, die wird uns durch das ganze Webinar begleiten. Das Thema ist Rivaroxaban als Schlaganfallprophylaxe bei Patienten mit Vorhofflimmern. Rivaroxaban ist ein Antikoagulans, also ein Blutverdünner sozusagen. Genau. Und das wird angewendet als Schlaganfallprophylaxe. Und wir suchen jetzt eben die Literatur, also die entsprechende Evidenz dazu, zusammen in Embase. Jetzt, wie würde man dieses Thema quasi in das PICOS-Modell hineintun? Ich werde Ihnen das gleich zeigen hier. Also auch bereits auf Englisch, also Vorhofflimmern heißt Atrial Fibrillation. Und es geht hier um Patienten mit eben Vorhofflimmern, das wäre die Population. Dann gibt es eine Intervention, das ist zu Rivaroxaban, klar. Und der Outcome, also was man jetzt in diesem Falle vermeiden möchte, aber eben Studien sucht, die darüber berichten, über diesen Outcome, da geht es um Schlaganfälle. Respektive um Stroke, ist das englische Wort. Sie sehen, dass Comparison leer gelassen wird. Das ist oft so. Das ist sehr oft so, dass man gerade Comparison gar nicht sucht. Eigentlich macht es Sinn, nicht mit allen Pico-Elementen zu suchen, sondern nur drei oder vielleicht zwei von diesen Konzepten herauszugreifen. Und man kriegt dann relativ übersichtliche Resultatmengen, mit denen man arbeiten kann. Okay, die Boolschen Operatoren, wenn man AND verwendet, also zum Beispiel Stroke AND Atrial Fibrillation, dann sucht man nach Artikeln, wo eben beide diese Begriffe vorkommen. Das entsprechende Cartoon ist hier. Also A wäre jetzt zum Beispiel Stroke und B wäre Atrial Fibrillation, genau. Und dann würde man eben die Suchmenge finden, wo beide Begriffe vorkommen. Und OR steht dann für mindestens einen dieser Suchbegriffe kommt vor. Das würde man sicher anwenden, zum Beispiel bei Synonymen. Also wenn man jetzt anstatt Stroke Cerebrovascular Accident braucht, was auch ein sehr offiziell und oft verwendeter Begriff ist, dann ist es einem eigentlich egal, ob Cerebrovascular Accident oder Stroke verwendet wird. Man möchte eigentlich die Literatur zu beidem haben und da würde man dann ein Boolsches OR anwenden. NOT bedeutet nicht ohne diesen Suchbegriff, aber ich möchte gleich hier sagen, Achtung, weil NOT, wenn man das anwendet, führt das oft, aber meist zu ungewollten Ausschlüssen und es gibt ganz bestimmte Anwendungen für NOT, aber meistens sollte man das nicht tun, respektive wenn man es tun, fragen Sie Leute wie uns vielleicht vorher.
Genau, und die fertige Suchstrategie schlussendlich für unsere Forschungsfrage, Rivaroxaban als Schlaganfallprophylaxe bei Patienten mit Vorhofflimmern, wird sein, dass man eine Suche via M-Tree, also mit kontrollierten Schlagwörtern, durchsucht. Man wird eine Suche mit Stichwörtern, respektive mit Textworten suchen, die man dann in den Feldern Titel und Abstract sucht. Sie merken, ich gehe hier relativ schnell durch, weil das Themen sind aus unseren Grundlagen- und PubMed-Kursen. Man wird die Suchen mit boolschen Operatoren, also mit OR, respektive mit AND kombinieren. Und mit AND kombiniert man dann die Pico-Elemente und das sieht man in der Animation. Also ich habe jetzt, wir hatten das vorhin, das Pico-Element Vorhofflimmern. Da kombinieren wir die M-Tree-Suche mit OR mit der freien Textwortsuche. Wir haben da schon bestimmte Synonyme. Und das wird dann den anderen Konzepten gegenübergestellt. Wir haben das Intervention-Konzept mit Rivaroxaban, respektive das Outcome-Konzept mit dem Schlaganfall, Stroke, Vascular Accident, genau. Und diese Konzepte werden dann mit AND kombiniert, weil wir möchten ja Referenzen finden, wo eben von jedem dieser Pico-Elemente etwas drin ist, weil das widerspiegelt dann letztendlich unser Thema, was wir suchen möchten. Also das hier ist ein sehr reichhaltiges Slide und das stellt eigentlich so ein bisschen das Endziel dar, was wir erreichen möchten. Jetzt, wie komme ich zu Embase? Zu Embase gibt es an der Uni Basel zwei Möglichkeiten sogar. Das ist sehr luxuriös, muss man sagen. Und das werde ich Ihnen nachher gleich live zeigen. Das ist nämlich von unserer Homepage von der UB Medizin. Sie haben das hier. Und man kann zu Embase via Elsevier gehen. Man kann dem auch embase.com sagen, weil das einfach der URL ist. Das ist der Inhalt des heutigen Kurses. Es gibt allerdings auch die Suchoberfläche Ovid, mit der man Embase durchsuchen kann. So zwischen den Zeilen gesagt, Ovid kann praktisch sein, wenn man auch Medline durchsucht, weil Sie sehen gerade hier, Medline kann man auch via Ovid durchsuchen und auch andere Datenbanken, wie zum Beispiel PsycINFO, also eine psychologische Datenbank, wird auch via Ovid durchsucht. Und da kann es eben praktisch sein, die gleiche Oberfläche zu brauchen für verschiedene Datenbanksuchen. Wie versprochen, wechsle ich jetzt hinüber ins Internet sozusagen. Sie sehen hier unsere Homepage von der Universitätsbibliothek Medizin. Und wenn man da runter scrollt, kommt man auf dieses Akkordeon hier und auf die elektronischen Ressourcen. Das klappe ich aus und jetzt sehen Sie eigentlich den Screenshot, den ich vorhin gezeigt habe. Und wir gehen jetzt zu Embase via Elsevier. Und das öffnet den Zugang zu Embase. Wir sind jetzt hier auf der Oberfläche von Embase. Und ich möchte Ihnen zeigen, wir haben hier oben eine große Hierarchie, wo wir quasi uns jetzt hier in der Search-Hierarchie bewegen. Später werden wir uns in der Results-Hierarchie bewegen und auch M-Tree werde ich Ihnen zeigen in ein paar Minuten. Sie erinnern sich, M-Tree, das ist das kontrollierte Vokabular von Embase. Jetzt sind wir aber in der Search-Hierarchie und auch hier wiederum haben wir den Quick Search, das ist eigentlich die Hauptoberfläche, was ich Ihnen zeigen möchte. Ich möchte Ihnen aber zeigen, hier werden wir, also das Pico-Tool werden wir angucken. Sie erinnern sich an die Übersicht. Es gibt hier einen sogenannten Pharmakovigilanz-Wizard, also es ist ein Suchtool, wo man ja, Sicherheitsaspekte von verschiedenen Medikamenten oder so einfach durchsuchen kann. Es gibt was Ähnliches für Medical Devices, also für medizinische Gerätschaften. Das werden wir jetzt alles übergehen. Auch die Advanced-Oberfläche werden wir nur streifen. Und es gibt dann eben Drug, Disease oder Device Searches. Und das sind so ein bisschen die drei Hauptsäulen von Embase, auf denen Embase aufgebaut ist. Und da drüben kann man auch direkt nach Artikeln und nach Autoren suchen. Das werden wir nicht angucken. Jetzt in der Quick Search
oder in der im Quick-Reiter gibt es eben diesen Quick-Search. Das ist die Standardsuchmaske, die wir gleich gebrauchen werden. Ich möchte Ihnen aber zeigen, dass es hier eben auch in diesem Dropdown andere Varianten gibt, zum Beispiel Title or Abstract oder nur Title. Also das werden wir später gebrauchen, Title or Abstract, weil wir werden diese Textworte eben im Title or Abstract suchen. Man kann hier aber auch genau in der Affiliation suchen, nach Autorennamen suchen und so weiter, sogar nach Digital Object Identifier und so weiter. Sie haben hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Genau. Der Quick Search. Wenn man den Quick Search gebraucht, das werden wir jetzt gleich tun, und zwar gebe ich jetzt hier mal ein Synonym für Vorhofflimmern ein. Sie erinnern sich vielleicht, das war Auricular Fibrillation. Und Sie sehen schon, wenn ich schon anfange zu tippen, dann schlägt mir Embase bereits vor. Use Atrial Fibrillation, also das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptsynonym, das Sie verwenden. Ich kann jetzt sagen, gut, ich werde hier draufklicken und es wird mir direkt Atrial Fibrillation geben und es zeigt mir auch bereits an, wie viele Resultate ich zu erwarten habe. Das sind viele. Aber keine Sorge, wir kombinieren das ja nachher noch. Aber ich klicke jetzt mal hier drauf und das bringt mich jetzt, Sie sehen hier oben auf den Results-Balken hier. Und ich habe jetzt hier meine Suche 1 mit der Atrial Fibrillation und Sie sehen, dass dass Embase bereits etwas gemacht hat. Ich möchte das mit Ihnen kurz erklären. Man sieht es eigentlich bereits hier, aber wir können hier zu den Search Details gehen und wir sehen, dass Embase diese Suche jetzt in Embase und Medline gemacht hat. Medline ist ja, wie gesagt, eingeschlossen quasi in Embase. Genau, das ist die Query, die wir auch hier oben haben. Und ich erkläre Ihnen das jetzt schnell. Das bedeutet, dass Embase eigentlich mit dem Entry Term Atrial Fibrillation bereits gesucht hat. Es hat diesen exploded. Was das bedeutet, werden wir gleich lernen. Und es hat auch eine All-Fields-Suche gemacht, also überall gesucht nach der Phrase Atrial Fibrillation. Sie sehen, Embase hat auch automatisch Anführungszeichen gesetzt und das ist im Quick Search. Ich gehe jetzt nochmal schnell zurück hier. Sie erinnern sich hier Quick Search und da habe ich das quasi eingetippt und das ist eine Eigenschaft von Quick Search, dass es Phrasen wie zum Beispiel Atrial Fibrillation wirklich direkt phrasiert sucht, also diese Anführungszeichen eigentlich automatisch setzt und nicht nach irgendetwas sucht, wo irgendwo Atrial und irgendwo Fibrillation steht. Genau, soweit, so gut. Wir werden darauf zurückkommen, auf Embase. Und ich mache jetzt hier mal mit der Strategie weiter. Genau, das ist wieder das gleiche Slide. Also das ist das Ziel unserer Suche. Und weil sämtliche Pico-Elemente, die wir durchsuchen, das Vorhofflimmern, das Rivaroxaban und der Schlaganfall, ja, wo durch eine M-Tree-Suche und durch eine Textwortsuche abgedeckt werden muss, damit wir eben eine systematische Menge haben, also eine Menge, wo sämtliche relevanten Referenzen zu diesem Thema vorhanden sind, möchten wir jetzt durch das durchgehen. Also ich werde Ihnen jetzt zuerst ein paar Slides und dann auch eine Live-Demonstration zu der M-Tree-Suche zeigen und nachher zu der freien Textwortsuche. Und wir werden das anhand des ersten Elements, also dem Vorhofflimmern, durchsuchen. Was ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt habe, aber was hier bildlich dargestellt ist, ist, wenn man nur eine M-Tree-Suche macht, dann kriegt man schon ziemlich tolle Resultate, aber es wird immer auch Gründe geben, dass gewisse Artikel nur quasi über die freie Textwortsuche kommen. Also, dass man die nur hier quasi im grauen Bereich finden würde. Und aus diesem Grund ist es so eminent wichtig, bei
systematischen Suchen, dass man eben M-Tree kombiniert mit freien Textworten. Genau, und das für jedes Biko-Element. Aber jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Ich mache jetzt weiter. Suche mit M-Tree. Da ist ein bisschen Wiederholung dabei. Also da sind über 80.000 Schlagwörter, die sind in hierarchischer Struktur. Was auch wahnsinnig toll ist an M-Tree, sind die Synonyme. Und zwar gibt es noch viel mehr Synonyme zu all diesen Schlagworten. Und Sie werden sehen, wo die stehen und wie praktisch die Synonyme sind, eben gerade dann für die Textwortsuche. M-Tree basiert auf Mesh, ist aber dreimal so groß, genau, also es wurde noch signifikant ausgebaut. Im Unterschied zu PubMed, das ist etwas, was wir in unserem PubMed-Kurs immer sagen, die neuesten Artikel sind noch gar nicht beschlagwortet. Das ist bei Embase nicht so. Hier sind alle Artikel beschlagwortet. Und das liegt daran, dass da ganz am Anfang schon ein automatisches Indexing stattfindet, das später dann manuell noch ausgebaut wird. Aber eigentlich sind alle Embase-Einträge bereits beschlagwortet mit M-Tree-Terms. Der M-Tree Teilbaum zu Arzneimitteln ist eben besonders reich. Ich habe das auch bereits angetönt. Das ist wirklich besser als das Mesh-Vokabular. Und es gibt da auch Subheadings, ähnlich wie bei Mesh, die helfen, zwischen verschiedenen Anwendungen zu unterscheiden, also von diesen Arzneimitteln. Pro Jahr gibt es ca. 200.000 Artikel über Arzneimittel, genau, und die werden eben immer wieder in M-Tree eingebaut. Es gibt auch Handelsnamen, die indexiert sind, und da kommen jährlich wieder neue dazu. Und da ist Embase respektive M-Tree wirklich stark. Ich möchte Ihnen drei Eingrenzungstricks zeigen, die man bei M-Tree-Suchen anwenden kann, die sehr, sehr praktisch sein können, wenn man schnell etwas Passendes finden möchte. Und diese drei Tricks, die nenne ich hier Not Explode. Das sind Subheadings und das ist der sogenannte Major Focus. Und ich habe hier drüben so ein kleines Cartoon, das sollte den M-Tree-Baum darstellen. Also das wären jetzt Schlagworte, dann hätten wir hier zum Beispiel Medikamente und dann hätten wir hier orale Medikamente und injizierbare Medikamente und so weiter. Und dann geht es da so weiter so fort. Sie erkennen das Prinzip von diesem Schlagwortbaum. Jetzt der erste Eingrenzungstrick, das heißt, dass man nicht explodiert, sagt man dem, ist, dass man wirklich nur nach genau diesem Schlagwort sucht. Das ist jetzt dargestellt hier mit diesem roten Schlagwort. Normalerweise, wenn man eben explodiert, dann würden all diese weiter unten liegenden M-Tree-Terms eben automatisch mitgesucht. Das ist relativ einfach zu verstehen. Subheadings ist schon ein bisschen komplizierter. Ich muss sagen, dass es Subheadings in M-Tree nur dort gibt, wo es entweder um eine Krankheit, um ein medizinisches Gerät oder um Disease, Device, Drug oder um ein Medikament geht. Ein Medikament, eine Krankheit oder ein Gerät. Also Disease, Device, Drugs haben Subheadings, andere nicht. Genau, das ist hier unten auf dem Slide dabei. Und Subheadings sind eigentlich nochmals eine Untergruppe von Literatur, die mit so einem Schlagwort beschlagwortet wären. Also wenn man jetzt zum Beispiel Atrial Fibrillation hat und dann gibt es dort unten dran gibt es Schlagworte, da geht es zum Beispiel um die Ätiologie von Vorhofflimmern, das ist eine gewisse Sparte der Literatur, das wäre jetzt vielleicht der hellgrüne Sektor. Dann gibt es aber auch ökonomische Aspekte von Vorhofflimmern, das wäre vielleicht hier der dunkelrote Teil der Atrial Fibrillation Literatur. Und es gibt noch medikamentöse Behandlung von Atrial Fibrillation, das wäre vielleicht der graue Sektor hier und so weiter. Also man kann mit Subheadings eigentlich nett thematisch eingrenzen, zum Beispiel jetzt die Literatur zu Vorhofflimmern, indem man diese Subheadings setzt.
Genau. Und der letzte Eingrenzungstrick ist der sogenannte Major Focus. Und bei Major Focus geht es darum, dass nur diejenigen Artikel gefunden werden, die von der Beschlagwortungsmaschinerie als Hauptthema gebrandmarkt wurden sozusagen. Also es gibt Artikel, die gehen auch noch um Vorhofflimmern, aber es sind eigentlich Artikel, die mehr allgemein um Herzkrankheiten gehen oder so. Und ein bisschen wird auch über Vorhofflimmern berichtet. Es gibt dann aber Artikel, wo es wirklich, weiß ich, vielleicht um ein neues Medikament geht, genau zur Behandlung einer bestimmten Art von Vorhofflimmern. Und bei einem solchen Artikel würde der Entry-Term Atrial Fibrillation halt als Hauptthema gezeichnet werden oder eben als Major Focus. Und wenn man jetzt sucht, kann man sagen, man sucht nur nach denjenigen Artikel, wo eben Major Focus verwendet wurde. Jetzt all diese drei Eingrenzungstricks, die sind kombinierbar. Und aus diesem Grund kann eine M-Tree-Suchstrategie oder eine reine M-Tree-Suchstrategie etwas sehr Pragmatisches sein. Also wenn man jetzt nicht systematisch sucht, sondern vielleicht irgendeinen Artikel zum Zitieren braucht, zu einem bestimmten Thema oder irgend so etwas, man möchte relativ schnell und effizient etwas finden, dann kann man wirklich nur mit M-Tree Terms suchen und ein paar Entry-Terms mit AND kombinieren und dort eben dann auch diese Eingrenzungstricks anwenden und sagen, das gibt mir viel zu viele Hits. Ich möchte wirklich, dass diese Terms das Hauptthema sind und ich möchte sie auch mit Subheadings noch weiter thematisch eingrenzen und so. Und so kommt man sehr elegant und auch ziemlich schnell zu passender Literatur. Achtung, ich habe hier geschrieben, immer mit dem Wissen, dass man unvollständig gesucht hat. Also solche pragmatischen Suchen sind nicht vollständige Suchen, aber sie können sehr praktisch sein. Genau. Ja, und das ist nochmals dieses Cartoon eben. Also wenn man nur mit M-Tree sucht, dann wird man eben diesen grauen Bereich hier, also Artikel, die man nur gefunden hätte, wenn man auch Textworte mit dazu kombiniert mit OR, die wirft man dann halt sozusagen unwissend über Bord. Also man sieht die gar nicht, muss es aber wissen, dass es die auch noch gäbe. Genau. Und hier möchte ich jetzt nochmals in den Firefox rüberschalten und ich möchte hier auf den Reiter M-Tree klicken und Ihnen zeigen, wie das funktioniert, wie man mit M-Tree suchen kann. Also zuerst zeige ich Ihnen diesen Reiter hier, Browse by Facet, und da kann man wirklich diesen M-Tree quasi durchsuchen. Das sind die Hauptäste von M-Tree, da gibt es zum Beispiel die Diseases. Und wenn man jetzt da reingeht, jetzt wird der Rest ausgeblendet, Sie sehen mit diesem kleinen Plus und Minus, da kann man jetzt sagen, eine Physical Disease. Und dann zum Beispiel Physical Disease bei Body Function. Und Sie sehen, irgendwann mal wird man hier zu den Herzkrankheiten kommen. Sie erkennen das Prinzip. Und dann wird dort wohl auch irgendwo Atrial Fibrillation sein. Man kann also so den M-Tree, wirklich den Baum, den Tree halt eben so erkunden, indem man hier guckt, was steht denn da überall drunter und wo und was. Man kann aber auch einfach direkt hier bei Find Term schreiben und ich mache das jetzt mal, ich fange mal zu tippen, Atrial, und Sie sehen schon, hier unten schlägt es mir bereits vor, Atrial Fibrillation, und ich kann hier draufklicken und dann komme ich halt direkt zu diesem Atrial Fibrillation. Wir gehen nochmal schnell den Weg durch Physical Disease bei Anatomic Structure, dann gibt es Cardiovascular Disease, Heart Arrhythmia, Heart Atrium Arrhythmia und dann erst kommt die Atrial Fibrillation. Also Sie sehen, das ist extrem logisch und detailliert aufgebaut. Was Sie aber auch sehen ist, dass dieses Atrial Fibrillation kommt eigentlich
an zwei Orten. Also hier gibt es diese Arrhythmien, aber es gibt auch bereits die Fibrillation, also das Flimmern, Heart Fibrillation, und es ist dort drunter. Und man sieht auch, dass es noch Untergruppen von Vorhofflimmern gäbe, das auch mitgesucht wird. Und da spielt dann eben das sogenannte Explode eine Rolle, also ob man das wo man die mitsuchen möchte oder wirklich nur nach Artikeln, die mit Atrial Fibrillation indexiert sind, suchen möchte. Genau, das findet man jetzt genau hier oben, und Sie sehen, die Grundeinstellung oder die Default-Einstellung ist, dass dieses Explode angewählt ist. Ich könnte es auch abwählen. Ich werde es jetzt aber hier anwählen. Hier haben wir den Major Focus. Das ist ein Grenzungstrick, glaube ich, Nummer 3 war das auf der Folie. Also ich könnte den hier ticken und dann würden nur Artikel mit dem Hauptthema gesucht werden. Weil Atrial Fibrillation eine Disease ist, steht es jetzt hier, take this query to disease search. Es gibt auch einen Query Builder, den werde ich jetzt hier nicht benutzen, aber man könnte hier jetzt quasi einen Begriff nach dem anderen nehmen und dann wieder zusammensetzen mit Boolean-Operatoren. Ich klicke jetzt hier auf Take this query to disease search und Sie sehen, dass hier jetzt quasi in der Syntax von Embase bereits diese Exploded-Suche nach dem Entry-Term gemacht wird. Jetzt komme ich aber hier auf noch weitere Optionen, und diese weiteren Optionen sind jetzt allen voran die Subheadings. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich kann auch weiter eingrenzen, das sind die sogenannten Limits, da komme ich noch drauf. Ich mache mal das weg hier auch. Und wenn ich jetzt hier die Subheadings sehe, da komme ich jetzt eben auf die Disease Subheadings, und ich könnte hier zu Drug Therapy oder zu Prevention of Atrial Fibrillation Dinge suchen, zu den ganzen OPs über Atrial Fibrillation, was es da gibt, die Epidemiologie und so weiter. Also Sie sehen, das sind diese farbigen Kuchenstücke sozusagen der thematischen Unterteilung. Und ich könnte jetzt hier solche auswählen, mache ich jetzt aber nicht. Ich sage einfach nur Search. Und jetzt komme ich wieder auf den Reiter Resultate und ich habe hier meine Suche 2 gemacht. Sie sehen, die ist ähnlich wie die Suche 1. Damals, die hat es mir automatisch zusammengestellt. Und hier wurde noch das Atrial Fibrillation als Suchbegriff dazugenommen. Und Sie sehen auch schon in der Resultatmenge, tatsächlich hat das schon etwas mehr gebracht. Also wenn ich nicht nur mit dem Entry Term suche. Genau, das war die Entry-Suche oder die Suche mit Entry-Terms. Jetzt kommen wir zur freien Textwortsuche, also der andere Teil, den wir dazu nehmen möchten. Ein Teil davon haben Sie schon gesehen. Das hier ist ein Screenshot, wo wir am Anfang den Quick-Search gemacht haben. Genau, und bei der freien Textwortsuche, also wenn man ausgeklügelter suchen möchte, oder auch spezifischer, dann schlagen wir immer vor, in den Feldern Title oder Abstract zu suchen, also auf dem Dropdown diese Option anzuwählen. Genau. Und dann schaltet man eben dieses Automatic Term Mapping aus, also dass der Quick Search gerade automatisch noch Dinge macht. Und da, so wie auf dem Screenshot, kommen dann Synonyme wie Cerebrovascular Accident, Stroke, Vascular Accident, was alles jetzt für Schlaganfall gebraucht werden könnte, wird da mitgebraucht. Genau. Wie kommt man zu diesen Synonymen? Ich merke jetzt gerade, dass ich vorhin etwas vergessen habe, aber ich möchte das gerne nochmals mit Ihnen durchspielen. Das ist nämlich im M-Tree drin. Ich mache das jetzt nochmal schnell. Ich gehe zu M-Tree und weil wir Atrial Fibrillation bereits hatten, suche ich jetzt mal nach Stroke. Und Sie sehen, auch hier wieder sagt mir Embase, use cerebrovascular accident. Also wir können eigentlich daraus schließen, den Entry-Term Stroke, den gibt es gar nicht, aber
Embase erkennt Stroke als Synonym des Entry-Term Cerebrovascular Accident. Ich klicke jetzt hier drauf und ich komme hier wieder genau gleich auf die Baumstruktur. Das ist jetzt unter Brain Disease sinnigerweise oder unter Vascular Disease. Genau. Und was ich Ihnen zeigen wollte, war das hier, also die Synonyme. Sie sehen, wir haben hier Stroke als Synonym. Wir haben auch ganz viele andere, wie zum Beispiel Ischemic Seizure, Brain Insult, das ist eher umgangssprachlicher, Acute Stroke und so weiter, Cerebral Apoplexia. Und Sie sehen, dass es da ganz viele verschiedene Synonyme gibt, die eben für Schlaganfall stehen, die man jetzt so gebrauchen könnte. Und das ist der Fundus, wo man schöpfen kann, wenn man dann hier bei der Textwortsuche solche Synonyme einbaut. Und Sie sehen auch, dass derjenige, der diese Synonyme hier geschrieben hat, nicht wirklich vollständig gesucht hat, weil eben jetzt zum Beispiel, was hatten wir? Ich muss noch mal schnell gucken. Brain Insult zum Beispiel steht nicht da. Genau. Genau, und für einzelne Feldsuchen gilt, es wird automatisch eine Phrasensuche durchgeführt. Also hier braucht es dann eben keine Anführungszeichen, es wird automatisch phrasiert. Und genau, und deshalb müssen einzelne Suchwörter, die nicht als Wortfolge gesucht werden sollen, entweder mit and oder or voneinander getrennt werden. Also wenn ich jetzt hier Cerebrovascular Accident schreibe, aber ich meine eigentlich Cerebrovascular and Accident, dann muss ich eben dieses and auch dazu schreiben. Genau. Aber hier möchte ich jetzt nach dieser Phrase suchen. Genau, aber bei All Fields und Quick Search wären eben diese Wortfolgen, also diese Phrasen nötig. Man kann hier auch mit einem Sternchen trunkieren. Da gehe ich jetzt auch nicht im Detail drauf ein, aber gerade für die Pluralform ist das etwas Entscheidendes. Also man kann sich gut vorstellen, dass gewisse Abstracts sagt, dass man Patienten mit Vascular Accidents untersucht hat und dort halt eben dann den Plural anwendet. Man kann das automatisch quasi abdecken, indem man hinter Accident noch ein Sternchen schreiben würde. Also Cerebrovascular Accident, Stern. Stroke, Stern, Vascular Accident, Stern. Und damit kriegt man bereits wieder mehr Hits. Vielleicht möchte ich das gerade mal kurz mit Ihnen durchspielen und ich komme nachher wieder zurück. Also ich gehe hier zum Search. Genau, ich gehe hier auf den Quick-Reiter zurück. Ich möchte in Title or Abstract suchen. Dann suche ich nach Cerebrovascular Accident or Stroke or Vascular Accident. Genau. Und wenn ich jetzt das angucke, habe ich 383.000, fast 384.000 Resultate. Ich kann jetzt aber, wie gesagt, auch sagen, ich möchte Pluralformen mit einschließen. Ich nehme jetzt diese hier mit und Sie sehen, das bringt mir wirklich zusätzliche Resultate ein. Vorhin waren wir bei fast 384.000, jetzt haben wir 399.000. Und das kann ich jetzt, wenn ich jetzt mal aus Zeitgründen nicht alle diese Synonyme mitsuchen möchte, kann ich sagen, ich suche danach. Und ich werde hier diese Suchresultate kriegen. Gut. Etwas weiteres, was ich am Schluss nochmals darauf eingehen möchte, sind die sogenannten Proximity Operators. Proximity Operators sind etwas sehr Elegantes. Also near-3 kann man anstatt einem and gebrauchen. Also das sind im Prinzip auch boolsche Operatoren.
Und das bedeutet, dass diese beiden Worte innerhalb von einer bestimmten Wortfolge, also eben zum Beispiel, dass es nur drei Worte dazwischen haben könnte, wenn jetzt hier n gleich 3 wäre. Und das ist etwas sehr Elegantes. Also man kann da zum Beispiel sagen, Atrial Fibrillation findet halt nur Atrial Fibrillation. Es gibt aber vielleicht auch Autoren, die geschrieben haben, we examined Fibrillation of Atrial Tissue. Also wir haben Flimmern in Vorhofgewebe durchsucht. Und das würde man nicht finden, wenn man nach nur Atrial Fibrillation sucht. Und da sind eben dann solche Near-Konstrukte oder Proximity-Operator-Konstrukte sehr elegant. Man kann dann sagen Atrial or Atrium zum Beispiel, also Vorhof, nicht als Adjektiv. Und das in Klammern setzen und dann sagen, das soll Near slash 3 stehen bei Fibrillation. Und damit ist man natürlich viel vollständiger oder sensitiver und findet noch mehr Artikel. Das ist etwas sehr Praktisches. Ich werde darauf zurückkommen später noch. Genau, und es macht Sinn, bei diesen Textwortsuchen vielleicht am Schluss immer die Search Details zu überprüfen, ob auch tatsächlich gesucht wurde nach dem, was man machen wollte. Das bedeutet hier, man kann hier gucken, Cerebrovascular Accident, Stern in Abstract und Title und das auch bei Stroke und bei Vascular Accident, es wurde phrasiert. Und das macht alles Sinn. Also das ist jetzt das, was wir wollten, aber es macht Sinn, das zu kontrollieren. Gut, jetzt komme ich eigentlich dazu, wie in der History nachher Resultate kombiniert werden können. Wir werden das brauchen. Und ich wollte eigentlich auf diese Folie zurückkommen. Nein, warten Sie einen Moment, ich zeige Ihnen noch zuerst. Das werden wir live angucken, wie ich die Suchen kombiniere. Und ich möchte Ihnen noch die Limits zeigen. Was man tun kann, ist, dass man zum Beispiel nach einem Studientyp, nach einem Study Type, das Sie hier sehen, einschränken kann. Das wäre jetzt zum Beispiel Systematic Review. Und wenn man dann dort das anklickt, dann wird man die Suchergebnisse, die man jetzt hier zum Beispiel angezeigt hat, also das sind jetzt die Suchergebnisse zu Cerebrovascular Accident, dann können Sie hier bei Study Types, können Sie sich verschiedene Study Types angucken und wir können jetzt hier den Systematic Review anklicken und dann hätten wir aus diesen fast 400.000 Artikeln über Schlaganfall, hätten wir dann eben 10.000 quasi herausgefiltert, die eben Systematic Reviews waren. Man hat hier alle möglichen Filter und ich möchte hier auch jetzt nicht im Detail durchgehen. Wir werden es nachher brauchen, Publication Types, Conference Abstracts könnte man filtern und so weiter. Wir werden es nachher gebrauchen und zwar um genau das zu tun, also Systematic Reviews herauszufiltern. Was man auch tun kann, ist, dass man quasi, also filtern ist eigentlich etwas, was man nach der Suche tut. Man kann auch mit sogenannten Limits eigentlich das im Advanced Search bereits vorher eine Art wie filtern. Also, dass man in der Advanced Search eine Suche eingibt und dort halt sagt, man möchte noch das Limit Systematic Review setzen und es kommt eigentlich am Schluss aufs Gleiche drauf. Aus, ob man filtert im Hinterher. Deshalb zeige ich Ihnen nur das Filtern im Hinterher. Und jetzt möchten wir eigentlich diese Aufgabe oder dieses Übungsbeispiel zu Ende führen. Am Präsenzkurs würde das jetzt so funktionieren, dass ich Sie machen lasse. Hier werden Sie mich machen lassen und ich werde das jetzt alles live vorführen und wir werden am Ende versuchen, diese verschiedenen Elemente zusammenzusetzen und auch dann die Frage zu beantworten, wie
viele Systematic Reviews gab es in den letzten 5 Jahren. Das ist dann der Filter, den wir setzen werden. Und jetzt ist es eigentlich so ein bisschen eine Wiederholung. Ich habe jetzt hier die M-Tree-Suche für das Vorhofflimmern durchgeführt und ich habe die Textwortsuche für den Schlaganfall durchgeführt. Da fehlt also noch einiges. Versuchen wir jetzt mal systematisch vorzugehen. Ich werde als erstes die Textwortsuche für Atrial Fibrillation durchführen. Ich werde also Atrial Fibrillation da schreiben und ein Synonym beifügen und das ist die sogenannte Auricular Fibrillation. Genau. Ich möchte diese Suche hier durchführen mit diesen 2 Synonymen. Ich kontrolliere nochmal schnell hier. Es hat beides schön in Abstract und Title gesucht und mir schön phrasiert. 124.000 Treffer. Und jetzt werde ich bereits dieses erste Pico-Element, also dieses hier, werde ich jetzt bereits einmal zusammensetzen. Das sind die 157.000, die ich mit dem M-Tree explodiert gefunden habe. Und jetzt noch diese Textwort-Synonyme dazu. Und zusammensetzen mache ich, indem ich diese Suchen anwähle und hier oben wähle Combine Using. Und in diesem Falle wäre das OR, weil das ja innerhalb des Pico-Elements ist. Ich werde sie jetzt kombinieren. Und das gibt mir eine Suche 5. 2 or 4 und Sie sehen, es gibt 168.000 Hits, also mehr als die beiden anderen Suchen je. Das illustriert jetzt dieses Bild hier, dass man eben mit M-Tree or mit freien Textwortsuchen dann eben eine vollständigere Suchmenge generiert. Wir machen weiter und suchen uns den M-Tree-Term zum Cerebrovascular Accident. Ich gehe hier also wieder auf den Reiter M-Tree. Da sind wir ja bereits, genau, wir sind bereits beim Cerebrovascular Accident. Wir werden diesen exploden, keinen Major Focus machen, take this query to disease search. Ich werde keine Subheadings anwählen, sondern ich suche nach diesem Cerebrovascular Accident. Das gibt 325.000, fast 326.000 mit dem M-Tree-Term. Nein, mit den mit den Textworten hatte ich ein bisschen mehr und ich werde jetzt analog zu was ich vorhin gemacht habe, diese beiden kombinieren und zwar wieder mit OR. Ich klicke auf Combine und Sie sehen auch hier, ich kriege eine vollständigere Suchmenge, also mehr Begriffe mit den kombinierten Suchmengen. Es gibt also auch hier Überlappung zwischen M-Tree-Suche und Textwortsuche, aber nicht vollständige Überlappung. Es gibt immer noch je solche, die ich nur entweder oder finde. Genau, und jetzt fehlt mir nur noch das letzte Konzept, das ist Rivaroxaban. Wir werden hier als ein Synonym, werden wir XA-Inhibitor gebrauchen. XA-Inhibitor ist, also das steht für Faktor 10a. Das ist eigentlich das pharmakologische Target von Rivaroxaban. Das ist ein Blutgerinnungsfaktor. Gut, ich werde hier jetzt mit der M-Tree-Suche anfangen. Ich lösche mir das weg und fange mal an zu tippen. Rivarox. Und Sie sehen, auch hier kennt M-Tree das bereits. Es sagt mir auch bereits, dass ich damit 17.000 Treffer haben werde. Take to drug query, search. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller vor. Und jetzt habe ich hier eben diese 17.000 Treffer. Und ich werde auch im Title Abstract nach Rivaroxaban suchen. Im Title Abstract gibt es nur 10.000 Hits. Ich werde jetzt das aber kombinieren mit, wir haben gesagt, XA Inhibitor. Und da
Das gibt 11.356. Da macht, glaube ich, auch noch ein Stern einen Sinn, weil das wohl oft im Plural vorkommt. Und dann gibt es 12.300. Wir werden uns diese auch reinholen. Und wiederum, ich mache jetzt ein bisschen zügig vorwärts, werde ich die mit OR kombinieren. Genau, und ich habe dann hier auch wiederum eine, das ist immer so, dass wenn man Textwort suchen und Entry suchen miteinander kombiniert, dass man dann mehr Hits kriegt. Und jetzt kommt eigentlich der nächste Schritt, und das ist der Schritt von diesen blauen Ants hier. Also ich werde jetzt die verschiedenen Pico-Elemente werde ich kombinieren. Das ist die Suche 5, die Suche 7 und die Suche 10. Diesmal nehme ich AND und ich kombiniere diese Suchen. Und jetzt kriege ich wirklich weniger Treffer. Ich kriege jetzt 5.500 Treffer. Das wäre für einen Systematic Review schon einigermaßen bewältigbar. Das ist durchaus üblich, dass man manchmal solche Treffermengen hat. Man könnte jetzt aber zum Beispiel auch sagen, man möchte keine Conference Abstracts und die ausschließen, und man hätte dann vielleicht 4.500 oder auch nur 4.000 Treffer, was schon etwas bringen würde. Das kommt auf das Protokoll des Systematic Reviews an, ob Conference Abstracts eingeschlossen werden sollen oder nicht. Was wir aber tun, die Aufgabe war, wie viele Systematic Reviews gab es in den letzten 5 Jahren? Wir werden jetzt also hier in die Filter gehen, und zwar in die Study Types, und wir suchen, filtern jetzt nach nicht Systematic Review Topic. Jetzt muss ich schnell suchen. Hier. Die Systematic Reviews, das sind 286. Also ich wähle das jetzt an und nachher kann ich unten sagen Apply. Und Sie sehen, das gibt mir jetzt eine Suche 12, wo es mir sagt, das ist die Suche 11 und dieser Systematic Review Filter. Genau. Und das gibt mir jetzt, wie gesagt, diese 286. Das genügt mir jetzt aber noch nicht, sondern wir möchten auch suchen nach den letzten 5 Jahren, haben wir gesagt. Also gehen wir hier mal zu den Publication Years. Letzten 5 Jahre, das 2020 nehmen wir mal als angebrochenes Jahr dazu. Das heißt, wir nehmen ab hier 5, 1, 2, 3, 4, 5, also bis 2015. Das wäre jetzt bis Januar 2015. Dann haben wir sicher die letzten 5 Jahre dabei. Und auch hier klicken wir wieder auf Apply. Und die Antwort auf die Frage ist, es hat doch in den letzten 5 Jahren fast 200 Systematic Reviews gegeben zu diesem Thema, und die werden uns hier unten angezeigt. Was auch noch sehr empfehlenswert ist, ist, dass man die sich nicht nach Publication Year sortiert, sondern je nach vielleicht nach Relevanz sortiert. Ich mache das mal. Und dann wird die Treffermenge angezeigt nach Relevanz. Die Chance steigt, dass man hier in den ersten 10 Hits wirklich tolle Treffer findet, wo Systematic Reviews gemacht wurden, zum Beispiel Direct Oral XA Inhibitors, also das wäre eben zum Beispiel Rivaroxaban, for the prevention of non-central nervous system embolism patients. Gut, das wäre jetzt nicht Stroke, das wäre jetzt vielleicht nicht gerade so ideal, aber Cerebral or Systemic Embolism, also da ist sicher der Stroke dabei. Und da werden auch Faktor 10a Inhibitoren in Patienten mit Vorhofflimmern verglichen. Also das wäre eine sehr passende Systematic Review. Und hier wird es mit Warfarin verglichen, aber auch Preventing Stroke in Adults with no Non-Valvular Atrial Fibrillation. Genau.
Somit wäre eigentlich diese Aufgabe erledigt. Also wir haben hier eine relativ überschaubare Trefferzahl gekriegt und haben sogar gesehen, wenn wir diese mit Relevanz sortieren, werden wir sehr schnell auf passende Systematic Reviews treffen. Jetzt möchte ich einen Schnitt machen und Ihnen dieses Pico-Tool zeigen. Und das wird in Ihnen wahrscheinlich ein bisschen etwas auslösen, nehme ich an. Also ich gehe zurück auf den Search-Reiter und hier auf dem Search-Reiter sage ich, ich gehe nicht zu diesem Quick, sondern zum Pico-Tool. Jetzt hier kommt Ihnen wahrscheinlich vieles bekannt vor. Also wir haben hier Population, Intervention, Comparison, Outcome und auch Study Design. Und wir werden jetzt unsere Suche innerhalb von ein paar Minuten oder sogar Sekunden, werden wir unsere Suche replizieren mit ganz, ganz vielen Synonymen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das geht. Also bei der Population hatten wir Atrial Fibrillation. Ich fange jetzt da mal an zu tippen. Sie sehen, ich habe hier bereits die Atrial Fibrillation und ich kann hier anwählen, ob ich das Exploded haben möchte oder Major Focus oder so. Wir machen Exploded, das hatten wir auch vorhin und es zeigt mir jetzt hier an, Add 12 Synonyms. Das sind diese Synonyme, die auf der M-Tree-Oberfläche aufgeführt sind. Sie erinnern sich vielleicht. Und wenn ich hier drauf klicke, kann ich diese Synonyme, kann ich mir angucken. Da gibt es zum Beispiel Atrium Fibrillation und eben die Auricular Fibrillation, die hatten wir ja auch. Dann gibt es aber auch Heart Atrium oder Heart Atrial Fibrillation. Es gibt nicht wahnsinnig viele Synonyme für Atrial Fibrillation. Aber wir können jetzt sagen, wir nehmen die alle ungesehen. Und zwar, auch hier haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen die nur im Title Abstract. Wir möchten nur im Title Abstract suchen. Und das Gleiche tun wir jetzt für Rivaroxaban. Wir nehmen das Exploded. Wir nehmen die 11 Synonyme und wir nehmen auch die in Title und Abstract und wir nehmen hier den Cerebrovascular Accident und auch den nehmen wir Exploded. Wir nehmen diese 36 Synonyme, Sie erinnern sich, hier hatten wir Apoplexia, Stroke, CVA für Cerebrovascular Accident, abgekürzt, könnte auch sein, dass Autoren das nehmen und so weiter. Also all diese tollen Synonyme, die da standen, nehmen wir automatisch dazu und wir werden damit auf 5270 Resultate kommen. Da sind wir. Wir haben jetzt hier innerhalb von wirklich fast Sekunden einen sehr ausführlichen Search String mit sehr vielen Synonymen zusammengebaut. Das ist sehr attraktiv. Wir werden noch schnell das Resultat vergleichen. Wir hatten hier mehr Resultate, als wir hier hatten. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir ein bisschen geschummelt hatten, weil XA-Inhibitor ist natürlich nicht wirklich ein Synonym für Rivaroxaban, sondern es gibt verschiedene verschiedene Faktor 10a-Inhibitoren und nicht nur Rivaroxaban. Und wir haben da ein bisschen andere Literatur auch noch reingeholt. Und nicht nur Rivaroxaban, was wir jetzt hier mit dieser automatischen Suche nicht gemacht haben. Das kann aber etwas sein, was auch durchaus also rational so entschieden werden kann und jetzt in diesem Fall wahrscheinlich wirklich auch Sinn machen würde. Also dass man sich für Literatur interessiert, wo eben allgemein Faktor 10a-Inhibitoren und eben nicht nur Rivaroxaban untersucht wird. Nichtsdestotrotz hat dieses Pico-Tool innerhalb von kürzester Zeit einen tollen Search-String zusammengestellt. Und das ist etwas, was Sie durchaus gebrauchen können, was Ihnen viel manuelle Arbeit ersparen wird, so wie wir das jetzt vorhin durchgemacht haben. Es macht aber trotzdem Sinn, dieses manuelle
Vorgehen zu kennen. Und deshalb habe ich Ihnen auch die Mühe nicht erspart, das mit mir quasi durchzugehen. Also Sie sehen, dieses Pico-Tool zusammengefasst ist sehr zeitsparend. Freitextwörter werden automatisch vorgeschlagen und können dann gemacht werden. Es fehlt aber zum Beispiel die Trunkierung und das ist jetzt gerade mein nächstes Slide. Ich werde hier jeweils bei den Präsenzkursen immer gefragt, ja, warum soll man dann sich diese ganze Mühe machen und das ist doch super und dafür braucht man ja gar nichts mehr und so. Und ich sage dann immer, ja, systematische Suchen übertreffen die Qualität eines solchen automatisch erstellten Suchstrings schon. Und das liegt zum Beispiel an den Proximity Operators. Das ist das Beispiel, das ich auch verwendet habe. Also so würde ich vorgehen und ich würde da eben dann auch sagen, eben, dass ich Atrium, Auricular oder Atrial und das mit Fibrillation kombiniere. Für Fibrillation gibt es übrigens wirklich kaum Synonyme. Also das gibt es eigentlich wirklich nur als Fibrillation. Aber mit so einem Konstrukt, das eben dann nicht vom Pico-Tool automatisch generiert wird, hätte man jetzt auch einen Artikel abgefangen, der Patients with Fibrillation of Atrial Tissue oder of the Atrium of the Heart oder irgend so etwas im Abstract das so nennt und man würde das auch abfangen. Auch geschickte Trunkierungen könnte man setzen. Wenn man zum Beispiel den XA-Inhibitor abkürzt mit Inhibit-Stern, dann würde man auch Artikel, wo steht, we examined compounds inhibiting factor 8 oder factor 10a. Entschuldigung, das war ein Faktor XA, würde man abfangen. Oder Compounds that were found to inhibit Factor XA. Oder inhibiting, habe ich schon gesagt, oder that inhibit oder that inhibited und so weiter. Also inhibited, inhibits, inhibiting, inhibitor, inhibitors wäre alles mit dabei, wenn man geschickt trunkiert. Und solche Spielchen sind eben beim Pico-Tool nicht dabei. Es gibt meistens auch zusätzliche Entry-Terms. Das ist etwas, was man nicht so einfach findet und das braucht schon auch manuelle und viel rationelle Arbeit, um dann auch andere relevante Entry-Terms in diesem reichen Vokabular zu finden, die durchaus auch wichtig sind für das Thema und die einem dann auch zusätzliche Hits noch bescheren. Genau, und nachher hat man natürlich auch manuelle Anpassungen der Sensitivität, Spezifität, Thema des PubMed-Kurses, also wo man dann sagen kann, ja, wenn ich, weiß ich, mit Factor XA-Inhibitors suche, dann bin ich eben doch zu sensitiv und ich möchte jetzt doch das eher wieder auf nur Rivaroxaban schieben und dann kann man so ein bisschen rumspielen, was man eben mit automatischen Suchen, wo einem da die Hände gebunden sind. Gut, wir kommen langsam aber sicher zum Ende des Kurses. Ich möchte Ihnen hier noch zeigen, was Sie für Vorteile haben, wenn Sie sich gratis einen eigenen Embase-Account machen und sich einloggen. Das wurde jetzt hier gemacht von meiner Kollegin Monika Wechsler und dann ist sie hier eingeloggt und hat dann hier einen Link zu My Tools und dort kann sie irgendwelche fixen Suchen, die sie immer wieder durchführt, kann sie sich dort speichern und dann immer wieder durchführen. Man kann sich auch Alerts setzen, also man kann zum Beispiel mit so einer Suche sich wöchentlich eine E-Mail schicken lassen, wo dann die neuen Ergebnisse dieser Suche jeweils drin enthalten sind. Und man kann auch sogenannte Shared Searches haben, wo man dann vielleicht in einem Review-Team oder in einem Forschungsteam oder so solche Suchen miteinander teilt. Sie sehen das hier, also die Wechsler Monika hat hier ihre privaten Suchen, aber sie hätte dann eben auch eine Shared-Oberfläche, wo sie
eben suchen, zum Beispiel teilen kann mit anderen Leuten in ihrem Forschungsteam und so weiter. Genau. Wie exportiert man Referenzen? Das könnte man zum Beispiel zu EndNote exportieren und das möchte ich Ihnen schnell demonstrieren. Also man könnte jetzt hier genau sagen, also wir hatten jetzt gesagt, dieser erste Systematic Review interessiert uns, dieser auch, aber wo's genau, das ist sicher auch ein guter Rivaroxaban Atrial Fibrillation. Genau, aber dann hatten wir auch solche, die nicht gepasst haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Da hatten wir Stroke Patients wieder. Genau, nehmen wir irgendwie diese Auswahl, die wir jetzt sagen, das möchten wir uns speichern für uns. Und was man dann tun kann, ist, man könnte übrigens auch alle Resultate anwählen. Das machen wir nicht, sondern wir haben jetzt 6 ausgewählt und klicken jetzt auf Export. Und dann kommt eben dieses Fenster, das wir auf dem Screenshot haben. Man kann hier wählen, wie man das exportieren möchte. Für ein Literaturverwaltungsprogramm wie Mendeley oder EndNote ist das RIS-Format sicher passend. Und wenn ich dann auf Export klicke, dann wird es mir das bereitstellen und ich kann das dann downloaden und es fragt mich dann, ob ich das direkt in EndNote öffnen möchte. Das werde ich jetzt in diesem Fall so tun und Sie sehen, es werden dann diese 6 Referenzen, alle aus den letzten 5 Jahren. Ach nein, das war nicht mehr aus den letzten 5 Jahren. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine falsche Suchmenge gehabt. Deshalb habe ich auch die Artikel nicht mehr gefunden, die ich im Kopf hatte. Da sind jetzt auch ältere mit dabei. Aber Sie sehen vom Prinzip her, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt diese Referenzen hier in das EndNote reingeholt und ich habe hier diese Abstracts und die Keywords und auch einen Link zum EndNote, einen DOI-Link und so weiter habe ich hier mit dabei. Genau. Gut, wunderbar. Also so würde das funktionieren, das mit dem Export. Und schließlich zeige ich Ihnen auch noch, wie das funktioniert, wenn man jetzt diese Volltexte haben möchte. Und Sie sehen, hier haben Sie bereits diese SFX-Links. Das sind die Links, die die Universität Basel eigentlich zur Verfügung stellt. Und wenn ich jetzt sage, diese Suchmenge hier interessiert mich, ach, das war die, jetzt erinnere ich mich, das war die Pico-Suche und ich wollte eigentlich diese Systematic Reviews hier, also auf diese 199 wollte ich eigentlich hin und dann diese mir hier rauskopieren. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber jetzt suchen wir uns einen tollen Systematic Review hier for Preventing Stroke. Aber das ist nur ein Review-Protokoll. Das nehmen wir nicht. Wir suchen diesen. Das war eben diese Non-Central Nervous System Diseases. Ja, dann nehmen wir den da, wo es um Cerebral und Systemic Embolism geht. Und wenn ich jetzt hier auf den SFX-Link klicke, dann wird mir jetzt dieses SFX-Fenster sagen, das ist das, was ich immer am liebsten habe, wenn es hier heißt Full Text und dann heißt es Full Text Provided by the University. Und dann habe ich hier einen Link, der mich wirklich direkt zum Volltext bringt. Ich klicke nachher gleich drauf. Ich möchte aber vorhin sagen, wenn man diesen Link hier nicht hat, dann hat man immer die Möglichkeit des sogenannten Document Deliveries. Und
Ich werde jetzt hier mal draufklicken, obwohl das in diesem Falle dumm wäre, weil Sie den ja gratis runterladen können. Aber wenn Sie hier auf Document Delivery kommen, dann ist eigentlich nichts anderes, was Sie brauchen, ist das Bibliothekslogin, wenn Sie das noch nicht haben. Als Student haben Sie das sowieso. Und sonst können Sie sich das gratis machen. Das ist ein Login bei uns. Und dann können Sie sich elektronisch diesen Volltext bestellen. Und der Volltext, der eben nicht runterladbar ist, der wird nachher durch uns irgendwo in Auftrag gegeben. Meistens wird dieser Volltext irgendwo gescannt und Sie kriegen innerhalb von einem Tag kriegen Sie diesen Volltext auf Ihr E-Mail geschickt. Also auf das E-Mail, das eben mit Ihren Login-Credentials hier hinterlegt ist. In diesem Fall aber, und das ist meistens wahrscheinlich so, kann man einfach hier auf den Fulltext-Link klicken und wir werden jetzt hier zur Cochrane Library geführt und werden hier diesen Fulltext. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, warum ich hier auf diesen Fulltext komme. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wir nehmen jetzt einen anderen. Genau, da kommt man hier auf den Springer Verlag und wenn wir jetzt da hingehen, dann kommen wir direkt auf den Volltext dieses Verlags und können auch hier das PDF herunterladen. Dann haben Sie hier das PDF, das können Sie bei sich auf den Computer speichern und werden hier diesen Volltext haben. Also dieser SFX-Link ist dafür da. Gut, das war das Exportieren, das war der Volltext via SFX-Link und wir kommen schließlich zur Übung. Das ist der Ort, wo Sie als Webinar-Zuhörerinnen und Zuhörer unterbrechen könnten und sagen, Sie nehmen dieses Thema und versuchen jetzt das Gelernte auf Embase nochmals einzuüben, vielleicht auch indem Sie das Pico-Tool gebrauchen. Ich werde jetzt aber hier weitermachen und ich komme zu den Take-Home-Messages. Embase ist wirklich eine große und auch eine wichtige Datenbank, insbesondere bei pharmakologischen Fragestellungen. Kombinationen von Entry-Terms, allenfalls mit den Eingrenzungstricks, die ich Ihnen gezeigt habe, sind für einfache Suchanfragen oftmals völlig ausreichend und Sie kommen damit schnell zu passenden Ergebnissen. Für anspruchsvollere Suchen, zum Beispiel für eine Masterarbeit oder auch für einen Systematic Review, empfiehlt sich eine Kombination aus Entry Terms und Textworten. Und der Aufbau einer systematischen Suchstrategie braucht Aufwand und Zeit und ist oftmals, nein, eigentlich immer, ausgeklügelter, auch als was jetzt dieses schnelle Pico-Tool für einen zustande bringen würde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können uns kontaktieren, wenn Sie Fragen haben zu Literatursuche oder wenn Sie Hilfe brauchen. Sie finden unter diesem Link, der hier eingeblendet ist, finden Sie unseren Service zum Support Literaturrecherche. Es gibt dort auch eine E-Mail-Adresse und ein Formular, das Sie runterladen, ausfüllen können und uns dann per E-Mail schicken können. Und was alle Mitglieder oder auch Studenten der Uni Basel Anrecht drauf haben, ist eine gratis Supportstunde bei uns, also beim wissenschaftlichen Team. Das ist bei mir oder bei einer meiner geschätzten Kolleginnen. Genau, dann werden Sie von uns eingeladen werden und werden Hilfe bekommen zu Ihrer Literaturrecherche und zu Ihren projektbezogenen Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde mich jetzt verabschieden. Auf Wiedersehen.